Schönen Nachmittag bei unserem Panel Missing Links, verpasste Chancen und blinde Flecken zwischen globalem Süden und globalem Norden. Schön, dass noch so viele da sind und ganz herzliches Willkommen an Frau Salmassi. In Berlin können Sie uns auch hören und sehen? Ja. Super. Hallo. Ich mache mal eine kurze Einleitung. Wir sind ein bisschen geschrumpft am Podium. Maral, ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, die Frau Judith Kohlenberger, die auch geplant war, musste leider aus Krankheitsgründen absagen. An dieser Stelle wünschen wir gute Genesung und hoffen, dass beim nächsten Jahr Frau Kohlenberger auch da sein kann. Das heißt, jeder von Ihnen beiden hat heute die Möglichkeit, noch ausführlicher seine und ihre Positionen darlegen zu können. Grundsätzlich haben wir ein recht breites Programm heute uns vorgenommen für dieses Thema. Also wir spannen den Bogen einmal global, was geopolitische Entwicklungen betrifft und die Versäumnisse zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Zu den Begriffen kommen wir dann gleich. Es geht auch um die Frage, wie sich das auf Hyperglobalisierung auswirkt, wie sich Konflikte um Ressourcen und Land in Heimatländern, aber auch in neuen Communities in anderen Ländern widerspiegelt. Und wie sich das auch auf weltweite Flucht- und Migrationsbewegungen auswirkt. Wir wollen aber eben heute nicht nur die Pain Points aufzeigen, sondern gerne auch mit Ihnen gemeinsam ein bisschen auch darüber reden, wo es denn Möglichkeiten für Allianzen gibt, die gerade sich anbieten und wo einfach Potenzial da ist. Ich begrüße ganz herzlich eben zuerst mal in Berlin Maral Salmassi, alias Aria Sapa, das ist ihr Künstlername. Sie ist Künstlerin, Musikerin und Labelbetreiberin aus Berlin im Iran geboren. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben, mit uns zu diskutieren. Und zu meiner zu meiner Rechten Kenan Güngör, Soziologe und Politikberater aus Deutschland, seit, glaube ich, 2007 in Wien, Leiter des Beratungs- und Forschungsbüros Think Difference. Ich glaube, er ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Und eben leider heute nicht am Podium Judith Kohlenberger, die eben sehr speziell über Migration und Fluchtrouten gesprochen hätte. Aber wir haben schon ein paar andere große Themenfelder sofort gefunden, die sicher genauso spannend sind heute. Mein Name ist Julia Herrnberg. Ich bin Journalistin bei der gemeinnützigen Plattform Dossier und bin bei Reporter ohne Grenzen. Und es ist mir eine Freude und Ehre, dass ich das heute moderieren darf. Geplant ist es jetzt mal so, dass wir jetzt ein bisschen in die Diskussion kommen und Sie sind natürlich eingeladen, auch zwischendurch Fragen zu stellen, aber grundsätzlich wäre die Idee, dass wir am Schluss gemeinsam einfach ein bisschen mit Publikum und den Gästen am Podium miteinander diskutieren. Darf ich mal ganz eingangs um eine Begriffserklärung bitten, was denn der globale Süden und der globale Norden eigentlich bedeutet, was wir darunter verstehen können? Bin ich gefragt? Ja. Gut, dann nehme ich das mal. Auch beste Grüße an meine Landsfrau in Berlin. Hallo nochmal. Und der Begriff des globalen Südens und des Nordens ist eher so ein neueres Phänomen. Man hat früher eher während des Kalten Krieges von der ersten, zweiten und dritten Welt gesprochen. Und da jetzt die zweite Welt, also die sozialistischen Länder, weggefallen sind, hatte diese Aufteilung in erste Welt, kapitalistische Welt, zweite Welt und die neutralen Länder, diese Unterscheidung hat so keinen Sinn mehr gemacht. Der andere Begriff, der im Raum war, war dann der zu sagen, halt, es gibt die Entwicklungsländer, es gibt die Schwellenländer, die irgendwo dazwischen sind und es gibt die Industrieländer. Das war dann eine andere Unterscheidung und diese Diskussion ist sehr stark auch eher von den Sozial- und Geisteswissenschaften gekommen, wo man gesagt hat, macht es denn Sinn, als hätte die Geschichte so eine bestimmte Zentrierung in Richtung Industriegesellschaften? Erstens, weil auch die Industriegesellschaften mittlerweile schon Postindustriegesellschaften sind, also wir sind es schon längst nicht mehr. Wir haben meistens die Industrie rationalisiert oder ausgelagert. Aber dieser teleologische Schritt fast in die Richtung war ein Problem und dann kam der Begriff des globalen Südens und des globalen Nordens. Aber wie jeder Begriff, ich finde sozusagen, ich bin, was Begriffe angeht, eher ein bisschen konservativ. Weil ich merke, wir haben eine unheimliche Schnelllebigkeit der Begriffe, auch im Integrationsbereich. Wir haben alle dann 3-4 Jahre neue Begriffe. Ich finde die Debatte gut. Aber das Schwierige ist, dass jeder Begriff auch andere Unklarheiten mitbringt.
Und die Schwierigkeit zum Beispiel beim Begriff des globalen Südens und des globalen Nordens ist, weil sie auch einerseits sozusagen ein bisschen die Grenzlinie auch an dieser Kolonialgeschichte festmacht. Zu sagen, ja, es gab sozusagen die Länder, die stärker ausgebeutet wurden, und dann gab es die, die davon stärker das ausgebeutet haben. Das ist aber sozusagen richtig, aber überzeichnet in der Empirie, auch der Geschichte. Es gab diese Kolonialgeschichte, es gab diese Ausnutzungsverhältnisse, ja, aber darüber hinaus lässt sich die Modernisierung nicht erklären, weil sie auch zum Beispiel sehr viel mit Wissenschaft, Technologie zum Beispiel zu tun hat. Dass sozusagen auch die Verwendung von wissenschaftlichem Wissen für sozusagen kapitalistische Produktionsweisen. Das heißt, sonst, es gab ja andere Gesellschaften, die lange andere Gesellschaften ausgebeutet haben, ohne diese Form der Industrialisierung nach vorne zu rufen. Deswegen ist das ein eingeschränkter Blick auf dieses komplexe Phänomen dieser Modernisierung, wie wir sie erleben. Das wäre der eine Kritikpunkt, den ich am Begriff von Norden und Süden habe, ohne dass ich bessere habe. Ich wollte nur das mit hineinbringen. Und das Zweite, was ich schwierig finde, ist, dass es so wieder sozusagen ist, dass es so diese fast essentialistische Zuschreibung von Tätern und Opfern vorlegt und als sei das von außen zugerichtet. Also die sind sozusagen die, die es gemacht haben, die ausgebeutet werden. Und das ist sozusagen eine zu grobe Schablone. Wenn Sie zum Beispiel ein bisschen genauer hinschauen, würde man vermutlich, wenn wir vor 40 Jahren diese Diskussion hätten und dann den globalen Süden und den Westen definieren würden, müssten wir die Türkei, die zum Beispiel nur, weil wir, ich rede jetzt nur von unserem Nahbereich, müssten wir die Türkei, müssten wir Italien, müssten wir Spanien als zum globalen Süden rechnen. Mhm. Aber jetzt rein auch von der Wirtschaftsleistung her, ist das das Ausschlaggebende? Genau. Ja, also von der Entwicklung, von der Wirtschaftsleistung her, heute in den Karten gehören die mittlerweile zum globalen Norden. Also waren sie früher sozusagen, haben sie vom Kolonialismus profitiert und jetzt, nein, nicht profitiert, sie waren die Ausgebeuteten, jetzt sind sie die Ausbeuter. Also das ist so diese Semantik, die nicht stimmt. Und wir werden es uns ganz, ganz schwierig haben, wenn wir China uns anschauen, auch Indien uns anschauen werden. Also je nachdem, wie die Entwicklungen dort passieren, wird es die Frage sein, also gerade mit diesem Kolonialgedanken stimmt vieles dann nicht mehr. Also wenn diese Länder sich weiterentwickeln, die zu sagen, das sind die Ausgebeuteten von der Kolonialzeit. Natürlich, Indien ist das, China lange, lange Zeit schon, aber heute ist es die Werkbank der Welt. Alles, was wir von dort haben, kommt hinein. Und wenn wir jetzt so zum Beispiel, also in 10 Jahren, noch ist China, also sozusagen eigentlich die zweitgrößte Wirtschaftsposition, wird vermutlich vom globalen Süden in den globalen Norden wandern. Und dann ist spätestens dann zeigt sich, dass diese Kolonialismusdebatte auch selber, also man hat dem, um das noch kurz zu machen, man hat ja diesen Begriff der Entwicklungsländer und der Industrieländer als einen sehr eurozentrischen Blick gesehen. Aber diese Debatte um den globalen Norden und den globalen Süden ist ebenfalls ein sehr eurozentrischer Blick, weil wir diese ganzen Verwerfungen weit weg von hier, von Indien, China und so weiter, gar nicht mit diesen Begrifflichkeiten mehr fassen können. Von daher würde ich ein bisschen immer sozusagen sagen, nehmen wir diese Begriffe in ihrer Vorläufigkeit und in ihrer Fehlbarkeit. Ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass es eher so ein bisschen politische Positionierungen sind. Ich bin bei den Guten oder bei den Schlechten und analytisch sieht das eher nicht so aus. Also zum Thema der Kolonialisierung komme ich dann nochmal ausführlicher. Salmassi, wir haben im Vorgespräch eigentlich schon ein Du gehabt. Also ich, wenn ich darf, sage ich mal. Ja. Was kommt dir denn in den Kopf, wenn du an diese Begriffe globaler Süden, globaler Norden denkst? Ich kenne das eigentlich eher als West und Ost und nicht Nord und Süd. Ich hätte das jetzt genauso definiert, wie ich West und Ost definiere. So gesehen. Gut, dann, also wie Sie gesagt haben, die Begriffe sind halt vielleicht auch schon überaltet oder aus einer anderen Forschungszeit noch heraus oder aus einer anderen Zeit der Globalisierung. Wie würden Sie denn heute diese Achsen einteilen und vor allem was sind denn die großen Achsen heute, die geopolitisch unsere Welt bestimmen? Also jetzt ist die Frage, ob wir das sehr stark wirtschaftlich sehen, da sind die Verhältnisse anderes, oder ob wir sie so auf diesen politischen Strukturen sehen. Ich meine, was mittlerweile klar ist, wir haben uns von einer bipolaren Welt in eine
eine ganz kurze Zeit hatten, also diese bipolare Welt zwischen dem klassischen, ich rede jetzt von den letzten 100 Jahren, von sozusagen, ich möchte nicht in die, tief in die Geschichte eingreifen, weil da sah es wieder anders aus, aber von der bipolaren Welt des Ost-West-Konfliktes ist diese Zeit, es gab so eine Interesse, nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Ost, sozusagen der ganzen sozialistischen Staaten weitestgehend, war dann die Frage, macht diese Ordnung überhaupt mehr Sinn? Auch die Frage, was dann die NATO noch ist, weil sie eine Allianz gegenüber sozusagen die sozialistischen Länder war. Und es gab wirklich eine ganz kurze Zeit, und da kam auch dieses Buch heraus von Das Ende der Geschichte. Das war nämlich diese kleine Zwischenphase, wo zwar die Sowjetunion weggebrochen war und eigentlich der... Ich würde sagen, ich könnte von einem globalen, nicht Norden, aber ich könnte von einem globalen Westen sprechen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Begriff, mit dem ich eher was anfangen kann, von einem globalen Westen zu sprechen, weil ich den sozusagen aus verschiedenen Positionen noch eher orten kann, während die anderen wiederum schwierig sind. Also da könnte ich keinen globalen Osten jetzt gegenwärtig, sondern einen globalen Süden sehen. Das sehe ich nicht, aber ich kann den globalen Westen eher definieren. Das heißt, zählt der europäische Raum zum Beispiel dann in dieser Definition ganz? Ja, der ganze europäische Raum, da würde auch natürlich Amerika, Kanada, Australien dazu gehören. Heute würde ich die Türkei dazu zählen. Also auch das sind diese Sachen, die sich dann verschieben. Also es ist dann nicht nur eine kapitalistische sozusagen Produktion, Ökonomie, sondern es ist auch zugleich so inwiefern uns, ich weiß, also es ist, wir kommen auch noch dazu. Interessant ist, dass der Begriff des Westens in den letzten 30 Jahren auch sehr stark problematisch geframed worden ist, während er früher sehr stark idealisiert wurde. Und aber einfach, wenn man das auch mit diesen ganzen Modernisierungsschritten wie auch Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und vieles mehr verbindet, dann ist es viel mehr als sozusagen, was damit zusammenkommt. Und ich würde eher sagen, ich sehe schon eine andere Entwicklung, die ich eher wirklich als die neuen autoritären Verführungen sehe. Die haben wir übrigens auch in den westeuropäischen Ländern zum Teil. Also wenn wir hier über Orbán diskutieren, haben wir natürlich sozusagen auch jetzt gerade Russland, wo wir das so stark massiv sehen in China, wo wir dieses Phänomen haben, das war in der Wissenschaftstheorie lange diskutiert, zu sagen, geht der Kapitalismus nur mit einer demokratischen Gesellschaft einher, weil die individuelle Freiheit so wichtig ist für die Entfaltung, die Freisetzung der Wirtschaftskräfte. Und man hatte das lange Zeit abgelehnt. Man hat lange Zeit gesagt, nein, unter einer autoritären Riedenform ist kein Kapitalismus denkbar. Und was sich in den letzten, und das hat sich in den letzten 30 Jahren völlig zum Gegenteil gezeigt, sondern im Gegenteil, wir haben sozusagen jetzt nicht den Sozialismus als Alternative, sondern eher einen autoritären Kapitalismus. Und zwar eher in Form von, entweder ist es ein autoritärer Kapitalismus in Form von einer oligarchischen Gesellschaft, das ist die russische Version. Wir haben einen kapitalistischen Autoritarismus in Form von einer Tantiemengesellschaft. Das ist nämlich der ganze Nahen Osten, der eher aufgrund der Erdölreichtümer eigentlich sozusagen eine andere Form hat, also keinen wirklichen Und wir haben noch einen, der, warte mal, welcher war das nochmal? Ich habe sie nicht gelesen, das sind nur sozusagen meine Unterscheidungen. Ja, auch eine sozusagen interessanterweise die chinesische, die auch eine interessante, komische Form von Gewalt, Gemeinwohl, also ein, so absurd sich das heißt, ein autoritärer, gemeinwohlorientierter, hochkapitalistisches Land in einem sozialistisch geframten Gefüge. Das ist gegenwärtig China. Und das Problem ist, Sie merken, wenn Sie diese Phänomene ein bisschen näher erfassen wollen, müssen Sie sehr diffiziler gehen. Und deshalb habe ich ein ganz großes Problem, wenn mit so nur linearen Unterscheidungen von denen, also diese Zweidimensionalität halte ich sowieso für eines der gefährlichsten intellektuellen Verführungen, simpel zu denken. Mhm. Maral, verfolgst du auch iranische Nachrichten noch? Ja. Wie ist denn dort dieser Blick dann auf Positionen zum Beispiel aus Europa? Erkennst du das dann also, wieder, was du selber erlebst zum Beispiel? Also was ich so mitkriege, ist zum Beispiel jetzt gerade sind Hunderte von Schulmädchen vergiftet worden in den Schulen und der Kulturminister in Iran hat das blatant zugegeben. Das war eine Gasattacke quasi. Und anstatt, dass man hier in den Nachrichten das thematisiert und vielleicht nach Lösungen sucht, nämlich auch als internationale Gemeinschaft darauf Einfluss zu nehmen und da die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, weil das ist unglaublich, was die da machen. Diese Frauen haben, also
das sind Mädchen, ja keine Frauen. Diese Schulmädchen zum Beispiel haben gegen Hijab protestiert und wurden dafür sanktioniert mit einem Giftgasangriff quasi in ihren Schulen. Und zwar nicht nur in einer Stadt, es waren mehrere Städte. Sowas ist monströs. Also wir sprechen hier von 800 vergifteten Schülern. Das ist die bekannte Zahl. Und hier im Westen hört man halt wenig davon. Oder so Sachen wie, man solidarisiert sich mit den Iranerinnen als belgische Außenministerin und theatralisch werden Haare abgeschnitten, während man dann im Anschluss am 27. Februar dann irgendwelche Delegationen und Außenminister aus dem mörderischen Land oder von der Terroristenorganisation, für mich ist es keine Regierung, dann hier in Europa begrüßt. Das ist natürlich verlogen. Oder eine Schweizer Botschafterin, die von oben bis unten verhüllt in Schwarz, sich lächelnd mit den Mördern der iranischen Frauen fotografieren lässt in Iran, während da Schulmädchen umgebracht werden, weil die eben Hijab protestieren. Diese Logical Fallacies, die wir so hier beobachten als Iranerinnen im Exil, aber auch im Land, das ist den Leuten dort ja auch bekannt. Das ist haarsträubend. Und dafür wird sich der Westen irgendwann verantworten müssen. Also das ist moralisch nicht mehr vertretbar, finde ich. Haben Sie eine Erklärung einfach für diese bewusste Verzerrung auch von dem, was andernorts passiert und dass dann eben nicht in dem Ausmaß darüber berichtet wird, zum Beispiel, wie man sich das natürlich vorstellt, als jemand, der die Lage einschätzen kann. Also, dass da auch verschiedene Bilder eben entstehen von dem, was Konflikte andernorts auslösen und was dort Realität ist. Also, erstens, man bekommt wenig mit, das ist das eine. Das andere ist, es ist so zynisch, das ist, es gibt Gewohnheitseffekte. Also, wir haben jetzt ein Jahr die Ukraine. In den ersten 3 Monaten war das unheimlich, hat es uns das alle aufgewühlt. Und heute ist das sozusagen unter, also von der Aufmerksamkeitsökonomie wo ganz anders. Wir hatten im Iran, als die Aufstände losgegangen sind, gab es eine hohe, übrigens, es hat lange gedauert, bis es überhaupt wahrgenommen worden ist. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es hat lange gedauert, aber dann hat man das wahrgenommen. Und nach 2 Wochen Aufmerksamkeitszuspielung ist sozusagen, das Verbrechen geht ja weiter, das auch, was Sie beschrieben haben und vieles, vieles mehr. Das Verbrechen passiert weiter. Und ich würde übrigens nicht sagen, dass es keine Regierung ist. Ich finde das sozusagen, ich finde eher, wir oder ein Staat ist sozusagen. Ich würde sagen, nein, es ist, ich halte die größte repressive terroristische Gewalt geht von Staaten und von Großen, sozusagen, wenn sie die Herrschaftsmacht haben. Deswegen sind es so Staaten, die so einen massiven Terror ausüben, eben finde ich das sogar noch viel gewaltvoller, als wenn es nur von einer Organisation, die es auch noch gibt, noch passiert. Also deswegen würde ich das noch mal betonen. Es gibt aber einen Grund, warum ich das so betont habe. Ja, und zwar, um diese Regierung sagen wir mal, die wird ja legitimisiert, indem sie als Regierung angenommen wird. Sie wird eingeladen, sie wird empfangen, sie hat Botschaften in anderen Ländern etc. etc. Und die Begründung ist, dass die eben keine Terrororganisation als eine, keine Terrororganisation klassifiziert ist. Die hat aber alle Kriterien erfüllt, um als Terrororganisation klassifiziert zu werden, damit ihre Botschaften geschlossen werden. Und das muss man auch tunlichst machen. Also es geht ja weiter. Also wenn wir jetzt uns Frau Baerbock zum Beispiel angucken, die als enge, also als Berater in Sachen Iran, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, Tabatabai, der mit Khomeini familiär verbandelt ist, ein gefährlicher Mann, der von Steuergeldern sein Capo Think Tank betreibt hier in Deutschland, die Politik hier in Deutschland oder in Europa schon infiltriert hat und als Iran-Lobby. Das ist ja, ich meine, es geht ja immer weiter.
Es ist ja, es hört ja nicht auf mit dem Terror, was dort im Iran passiert, sondern das Schlimme ist die Politik hier und dass es möglich ist, dass diese Organisationen und diese Thinktanks und Lobbyisten der iranischen Terrororganisation oder Regierung hier das System infiltriert haben, die Politik infiltriert haben, auch in Amerika. Da ist es NAJAK zum Beispiel. Und das weiß ja keiner. Also wenn ich mit Leuten hier spreche, die haben ja noch nie was von Capo oder NAJAK oder so gehört. Die wissen nicht, dass ihre Steuergelder diese Organisationen sogar hier finanzieren und dass die ihre Politiker beraten in Sachen Außenpolitik. Und dann hat es ja noch weiterreichende Folgen. Wir haben hier Ströme von Immigranten. Und dann ist die Frage, ob das okay ist, die reinzulassen oder wie viel muss man für die tun, wie kann man die integrieren und so weiter und so fort. Die Frage ist, wer verursacht diese Ströme? Das ist die iranische Regierung unter anderem, die Kriegbetreiber hier im Westen und so weiter und die iranische Regierung, die dort Terror finanziert mit Geldern, die sie den iranischen, der iranischen Bevölkerung wegnehmen und das Öl und so weiter und so fort. Es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist ein Rattenschwanz, also dieser Rabbit Hole, wenn man den runtergeht, das ist haarsträubend. Und wenn man sich da die Mühe macht, ich bin komplett fertig mit den Grünen oder mit SPD oder so oder Linke sogar. So Menschen wie ich, die früher so als Liberale, liberal würde ich nicht mal sagen, ich bin eher so Camp-Anarchist, aber das war so für mich die Linke oder so das Nächste, wo ich gesagt habe, okay, das kommt meine Ideologie, vielleicht politische Position am nächsten. Ich werde die auch nicht mehr wählen. Ich bin politisch heimatlos und so geht es vielen meiner Kollegen und Kolleginnen. Das ist, finde ich, keine gute Situation gerade. Du hast eingangs einen sehr spannenden Aspekt angesprochen, eben das, was auch in unserem Vorgespräch ein Thema war, dass oft Konflikte in einem Land oder in einer Region dann eben über Netzwerke, über Communities oder also wirklich gezieltes Infiltrieren im Ausland von Behörden oder eben auch von Organisationen, Konflikte transferiert werden und sozusagen global werden, ja. Eben in dem Fall, dass im Team von Baerbock jemand war, wo nicht klar war, dass der dem iranischen Regime Das eigentlich war so nahe klar. steht. Ja. Aber ich glaube, also Das nicht zu Beginn, Sie haben ihn ja dann verabschiedet, oder? war. Also sein Vater, der Vater von Tabatabai, ist in Deutschland verurteilt worden. Der kam nur nicht ins Gefängnis wegen seiner Verbindungen, wegen Waffenhandel und Drogenhandel. Der war mit in einer der ersten Unterstützer von Khomeini, die mit ihm nach Iran kamen und so weiter. Politisch ein dubioser Charakter, der hier ist, kann mir keiner erzählen, jemand, der verurteilt wurde in Deutschland, also eine Vorstrafe hat, dass der nicht dem Bundesnachrichtendienst bekannt ist. Da sind andere Sachen am Werk und das muss thematisiert werden. Und ich sehe da diese Verbindungen viel eher da, wo man es nicht erwartet, nämlich in politischen Parteien wie die Grüne und so weiter und nicht, wie man sich denkt, Kapitalisten, die CDU. Ich würde dann gerne mal überleiten, nämlich speziell zur türkischen Community in zum Beispiel jetzt Österreich und was da auch für politische Kräfte wirken, sozusagen im Ausland. Also vielleicht noch grundlegender muss man sagen, wir haben sozusagen eine zunehmend volatil werdende Welt. Also das ist, glaube ich, jenseits der Migration. Es ist einfach nur so, eben es gibt einen Börsencrash in den Vereinigten Staaten und wir machen uns Sorgen über hier unsere Jobs. Ein Krieg in der Ukraine führt sozusagen dazu natürlich, dass wir das hier mittlerweile spüren. Deshalb auch dieser Begriff dieser Glokalisierung. Also das heißt, dass globale Phänomene sich lokal irgendwo niederschlagen, lokale Phänomene wiederum globale Auswirkungen haben können. Also diese Dimension dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das führt dazu, dass natürlich in Gesellschaften, die eine große Diaspora haben, das heißt größere Zuwanderungsgruppen im Ausland haben, also die Türkei-Stämmigen wären das, wir haben hier natürlich auch in Österreich auch die Menschen vom Balkan her, aber wir haben das auch in anderen Ländern, also wenn Sie die ungarische Minderheit in Rumänien anschauen
und wie der dann das Land Ungarn damit umgehen. Und auch, ich meine, wir können das auch eigentlich gegenwärtig für den Krieg in der Ukraine sagen, wo es natürlich eine russische Bevölkerung gibt und wie sie dann instrumentalisiert wird von der russischen Seite. Also diese Phänomene führen dazu, dass dass große Minderheiten im Ausland immer nationalistisch im eigenen Ursprungsland ausgeschlachtet werden. Und zwar mit dem Gedanken, also es gibt so zwei Metaphern. Es ist so unsere Frauen, denen man geschändet hat, das ist so eine nationalistische Metapher, oder unseren Minderheiten, die woanders unterdrückt werden, und zwar von den bösen Westen oder von dem bösen Nachbarland. Und das greift, und es greift auch deswegen, weil man sagt, wir sind eigentlich immer, egal wo ihr seid, wie weit ihr weg seid, auch in der dritten Generation, das ist euer Heimatland. Darf ich da kurz einhaken, ja? Weil das sind ja dann doch zwei verschiedene Phänomene, wenn ich sage, ich flüchte vor einem Konflikt, oder ich gehe aus wirtschaftlichen Gründen in ein Land, weil ich dort Arbeit finde, fühle ich mich doch anders verbunden mit meinem Heimatland. Also jemand, der auf der Flucht ist, wird sich wahrscheinlich nicht so nationalistisch einspannen lassen. Es kommt darauf an, sozusagen natürlich, ob sie ein politischer oder ein aus ökonomischen Gründen geflüchteter Mensch sind. Und deswegen, klar, die Opposition leidet, also auch die iranische Opposition gerade, wir reden ja darüber. Ich war jetzt irgendwie, ich finde es immer noch faszinierend, wenn Leute, in Wien hatten wir eine größere Demonstration laufend für die iranische Bevölkerung, und da hat auch jeder Gutmeinende eine Videokamera und nimmt das auf. Und jeder, der aus dem Iran kommt, für ihn ist es sozusagen wirklich lebensgefährlich. Weil sie wissen sozusagen, die iranische Community ist nicht so groß. Und wenn sie da aufnehmen, können sie eigentlich über sozusagen visuelles Profiling schon die Leute herausfiltern. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und sie wissen, dass wenn so eine Demonstration ist, sie wissen ganz sicher, dass da mindestens 10 bis 15 Leute vom Geheimdienst dort sind, die sozusagen diese Aufnahmen machen. Mhm. Und bei kleineren Gruppen ist das ganz, ganz schwierig. Wir hatten das genauso bei den Kurdischen auch so. Wenn hier Demonstrationen gemacht werden, dann weiß ich, dass da um drum herum dann mindestens 10 Leute vom türkischen nicht nur Geheimdienst sind, sondern es gibt auch sozusagen, auch wie im Iran, sie haben eigentlich diese bereitwilligen Spitzel hier, die diese Aufgabe übernehmen. So, und diese Diaspora-Politik, das ist im Iran ein bisschen anders als hier, weil wir diese großen iranischen Communities nicht haben. Aber von der Türkei haben wir das so, dass eine lange, lange Zeit die Türkeistämmigen, Kurden, Türken, Aleviten, Sunniten, alles drumherum, für die Türkei eigentlich nur Devisenkühe waren. Also man hat sie für die Devisen gebraucht, die Devisen in die Türkei transferiert haben, und sonst hatte man es nie für sie ihre Interessen eingesetzt. Man muss wirklich sagen, es war die Erdogan-Regierung, die eigentlich zum ersten Mal so etwas wie eine aktive Diaspora-Politik betrieben hat. Mhm. Und zwar, dass ihnen zum Beispiel das Recht, also es gibt ein Ministerium für Auslandsangelegenheiten, also ein Staatssekretariat für sozusagen Türken im Ausland, also in der Form. Und die haben zum Beispiel das eingeführt, dass die Türkeistämmigen in Europa in allen Konsulaten jetzt wählen können. Eigentlich eine gute Entwicklung. Das Problem ist nur, in einem Land wie der Türkei, die so stark gespalten ist und eine Regierung ist, die einen sehr stark autoritären, totalitären, antidemokratischen, minderheitsfeindlichen Kurs führt, mobilisiert dann diese Leute. Und das war interessanterweise früher so, zum Beispiel, so vor 30 Jahren hat man für Leute, die in Deutschland, ich komme ja auch aus Deutschland, die deutsche Staatsbürgerschaft angesucht hat, die hat man in den Konsulaten als Vaterlandsverräter gesehen. Wie kannst du eigentlich deinen Ausweis, deine Herkunft verleugnen? Und ich gehöre zu den Ersten, die diese Staatsbürgerschaft zum Beispiel, die Deutsche, beantragt haben. Ich kann mich noch erinnern, dann noch als Kurde aus der Region Dersim, da musste ich mich drei Stunden lang verhören lassen im türkischen Konsulat. Mhm. So, heute oder 20 Jahre später sind sie klüger geworden und die machen jetzt große Kampagnen und motivieren die Leute, damit sie die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Und die sagen natürlich, je besser ihr dort sozusagen politisch aktiv sein könnt, je mehr ihr sozusagen Nein nimmt und je größer die Gruppe, desto größer unser möglicher Einfluss dort. Also man merkt, positive Entwicklungen, und das ist, Sie merken, dass ich immer in Ambivalenzen spreche, können je nachdem so oder so genutzt werden. Das wirklich Bedauerliche und Enttäuschende ist, und das muss man auch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sozusagen zum Beispiel die türkeistämmige Community hier in Europa, weil sie eine andere Erfahrung macht, auch sozusagen in einer Demokratie, gut oder doch mit einem Rechtsstaat, in dem wir leben, dass man das stärker ein bisschen sozusagen in der Sozialisation internalisiert und somit vielleicht ein bisschen sozusagen positive Impulse in die Türkei auch mit rübergeben könnte. Dies ist leider soziologisch
nicht eingetroffen. Mhm. Also man kann jetzt nicht sagen, dass dafür sie... Bitte. Dafür gibt es einen Grund. Bitte. Dafür gibt es einen Grund. Und wenn es ein Deutscher sagt, wird er verurteilt als Rassist. Ich spreche es jetzt mal aus. Das hat was mit dem kulturellen Einfluss von Islam zu tun. Das ist einfach so. Das Islam verbietet den Muslimen viele Dinge, unter anderem auch andere kulturelle Einflüsse anzunehmen. Das ist so, das ist integriert. Und wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weiß das. Das ist aber, das führt zu weit, diese Diskussion. Ich als iranische Frau darf mir eine Meinung darüber bilden und ich spreche die auch aus. Ich stehe dem Islam, natürlich jede Religion, sehr skeptisch gegenüber, auch als Atheistin. Allerdings finde ich, dass nicht alle Religionen zu gleichen Maßen, zum gleichen Zeitpunkt gefährlich sind. Zum Beispiel hätte ich während des Ersten Weltkriegs oder Zweiten Weltkriegs gelebt, hätte ich gesagt, es war die katholische Kirche und Opus Dei, was das Gefährlichste war, durch die Allianz mit den Nationalsozialisten. Jetzt ist es aber der Islam, weil da ganz andere Allianzen und geopolitische Interessen sind. Das kommt nicht nur von den Schiiten, es kommt auch von den Sunniten, also wenn man die Ambitionen von Saudi-Arabien und so weiter anguckt und die Konflikte, die sie auch untereinander haben. Und dazu fehlt es, finde ich, im Westen an Verständnis. Da ist wirklich Gefahr von Infiltration und auch Komplikation durch Interessen. Ich würde dem etwas widersprechen. Ich finde, wir müssen nur präziser sein. Es gibt einen soziologischen, also auch jetzt wird da wirklich auch wirklich, wir haben auch Studien dazu gemacht, es gibt schon einen Zusammenhang und der stimmt schon. Je religiöser Menschen sind, desto autoritärer sind sie. Also es ist dann nicht der Islam, sondern es geht sozusagen, je stärker ich sozusagen einen konservativen, sozusagen einen fundamentalistischeren Islam anstrebe, desto mehr habe ich auch einen stärkeren Hang zu Abwertungen, auch zu demokratiepolitisch, also demokratiefeindlichen Einstellungen. Und wir merken, je säkularer die Muslime sind, desto weniger fallen diese Werte auf. Natürlich haben wir im Iran, in der Türkei, auch wenn wir von Saudi-Arabien und im Nahen Osten sprechen, wir müssen insgesamt erkennen, und ich glaube, das ist der soziologische Hintergrund, dass insgesamt die Religiosität in diesen Ländern um ein x-faches höher ist als Grund sozusagen in der Gesellschaft, wie wir das vielleicht vor 150 Jahren hatten. Also deswegen kann man sozusagen sagen, da spielt schon Religion eine Rolle, aber es ist dann wirklich eben nicht der Islam, sondern es ist sozusagen, wie stark sozusagen Islam, sozusagen stark religiöse, islamistische Vorstellungen in der Gesellschaft sozusagen das durchdrängen. Und wir haben natürlich jetzt Gesellschaften mit der starken, stark religiös-konservativen Regionen bis zu wirklich faschistoiden Regierungen, die wir haben. Ich würde sie auch zum Teil faschistoid bezeichnen, weil sie anders vorgehen. Und von denen gibt es natürlich diese Korrelation. Es ist dann nicht nur der Islam, sondern es ist sozusagen eher dieser wirklich strengere, konservativere Islam, der sozusagen dort auch zum Beispiel eben diesen, und das ist ja der Unterschied, wenn Sie sagen, die Religiöse steht über alles, dann wird alles andere sekundär, auch Rechtsstaatlichkeit in der Legitimation dessen. Das verstehe ich aber nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Entschuldigung, da muss ich aber wirklich widersprechen. Ja. Denn es gibt kein einziger islamischer Staat, der tatsächlich säkular ist. Das ist schon der Beweis dafür. Und der Islam, wie Khomeini das auch schon gesagt hat, also zumindest von der schiitischen Seite, der hat das, diese Imame verfassen ja auch Bücher, müssen die ja und bringen sie raus. Und er hat das gesagt, Islam ist höchst politisch. Und wer dem widerspricht, der versteht Islam nicht. Und das stimmt. Wenn man sich die Hadithen von Mohammed durchliest und wenn man Islam, also wenn man den Koran, oder man braucht sich nur Saudi-Arabien anzugucken, es stammt ja aus Saudi-Arabien. Und wenn wir jetzt über Dialekte und Interpretationen sprechen wollen, ich würde behaupten, dass ein Saudi-Araber besser den Koran versteht als ein Türke, der kein Arabisch spricht. Und das ist auch das Problem. Jeder macht sein Disneyland-Interpretation von diesem Buch und behauptet irgendetwas, praktiziert irgendeinen Disneyland-Islam. Das heißt aber nicht, dass das ist, wie die Schriften sind. Und das ist das Gefährliche dran. Islam ist anders als andere Religionen.
andere Religionen sind reformierbar gewesen. Islam lässt sich nicht reformieren, denn die Hadithen von Mohammed und der Koran, beide widersprechen dem. Das ist das, wo die ganzen Kleriker sich gerade seit Jahrhunderten den Kopf drüber zerbrechen. Ich würde vielleicht, ohne jetzt in eine Islamismusdebatte zu fallen, ich würde wirklich da ein bisschen, ich kenne übrigens jemanden, der selber dem sozusagen islamischen Bewegung eher kritisch gegenübersteht. Also das ist sozusagen, ich bin keiner, der versucht, was zu beschwichtigen, in keinster Weise. Ich versuche nur, ich glaube, also wenn Sie auch die, ohne jetzt in die Tiefen zu gehen, in der islamischen Geschichte sehen, das Problem hast, und da stimme ich also in dem Sinne zu, es haben sich eher die konservativen und reaktionären Lesarten auch sozusagen in den Überlieferungen und in den Koranschulen stärker durchgesetzt. Das ist wirklich ein großes Problem. Tatsache ist natürlich, dass sie sozusagen in der islamischen Geschichte auch Zeiten und Phasen haben, wo eher noch sozusagen deutlich libertäre Töne zu klingen waren, die es in Europa nicht denkbar waren. Aber man muss erkennen, ich würde auch das nicht als ontologisch islamisch beschreiben, weil ich glaube, wenn man ein bisschen soziologisch, religionssoziologisch die Phänomene anschaut, unterscheide ich zumindest zwei zentrale Punkte. Das eine ist in der Tat, was steht in den Quellen? Also was ist sozusagen, weil wir dürfen nicht Ideologie unkritisch denken. Also wenn wir, egal welches Buch wir lesen, wenn es eine ganz klare sozusagen Vorstellung von Mann, Frau, Geschlecht, Autorität und so weiter gibt, dann ist das ernst zu nehmen, das ist das eine. Aber wir würden den Fehler machen, wir würden den ganz großen Fehler machen, wenn wir heute sagen würden, das ist 1:1 der Islam, weil wir Gott sei Dank gesehen haben, das eine ist, was im Buch steht, das andere ist, was Menschen und Gesellschaften daraus gemacht haben. Und gerade Religionen überliefern sich nicht eigentlich durch, indem alle wir erstmal die Bibel lesen und dann zu Christen geworden sind oder dann erstmal den Koran gelesen haben und dann zu Muslimen geworden sind, sondern wir haben das eher über Tradition überliefert bekommen und die meisten Leute haben ja nicht mal reingeschaut und deswegen glaube ich, muss man immer auch sozusagen die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit der Religion umgegangen ist, auch ernst nehmen, aber man muss sagen, da bin ich bei Ihnen, weil wir sozusagen noch eine sehr starke, wirklich in der islamischen Welt eine sehr, sehr starke religiöse Durchdringung haben, kommen islamistische Narrative viel stärker durch. Das ist wirklich ein Problem. Also ich würde da mal kurz einhaken, wir kommen zwar von unserem Ursprungsthema weg, aber das ist ja total in Ordnung, dass ja Theologie generell immer Interpretationssache ist, egal welche Religion. Und dann natürlich die Lesart einer sehr engen Auslegung wahrscheinlich sich auch besser transportieren lässt. Und das ja schon auch schwierig ist, vor allem im Exil. Also ich habe Sairan Atesh vor kurzem getroffen, die eine liberale Moschee in Berlin eröffnet hat. Wobei das ist eigentlich keine wirkliche Moschee, das ist... Oder eine liberale, also islamische Zentrum. Nein, ich würde das eher als eine künstlerische Intervention lesen, weil de facto ist es sozusagen... Nein, es ist auch in Ordnung, man kann spielen, aber das ist dann wirklich eher eine künstlerische Intervention de facto, weil so diese Funktion einer Moscheegemeinde, ich wünschte mir, wir hätten viel mehr solche Moscheen, aber ich muss auch sagen, es gibt bei allem Schlimmen eine kleine gute Nachricht, bei allem Schlimmen, wie wir sie haben, das ist wirklich, also das Dumme ist, also wir haben wirklich sozusagen immer noch den arabisch-islamischen Herbst und kein Frühling, das war kein Frühling, was wir da haben. Ich wollte gerne noch meinen Satz fertig sprechen. Bitte? Dass es darum geht, dass sie eben auch berichtet hat, wie sehr sie bedroht wurde in ihrem Reformaktivismus. Also das ist ja ein Punkt, dass diejenigen, die den Islam heute anders interpretieren und auslegen wollen, genauso wie bei anderen Religionen, es nicht unbedingt leicht haben und durchdringen können. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, was Sie ja auch sagen, dass oft in den Communities im Ausland eigentlich dieses Vorwissen, diese Fähigkeit, etwas tiefer zu interpretieren, die Arabischkenntnisse zum Beispiel nicht so in dem Ausmaß vorhanden sind und dann ja etwas anfälliger vielleicht auch sind. Das wäre meine Frage für Fehlinterpretationen und wo das vielleicht auch bewusst gesteuert wird von autoritären Herkunftsländern. Also wir merken natürlich, dass sozusagen, wenn man weiß, dass Außenpolitik auch um Einfluss geht, kann ich dann sozusagen, war das eine bewusste strategische Entscheidung zu sagen, hoppla, wir haben eine größere Diaspora dort und wir können dort unser Einfluss geltend machen. Und es ist ja in der Tat so, dass auch viele dann Funktionäre in Parteien sind, in Strukturen sind und so weiter. Und das führt zu einem neuen Phänomen in der Diaspora, dass sozusagen die Innenpolitik und Außenpolitik nicht mehr so gut trennbar sind. Das heißt, wenn Sie in der Türkei, wenn Sie hier eine innenpolitische Entscheidung fällt,
kann es sofort Konsequenzen haben, dass es außenpolitisch die Türkei eine Protestnote erhebt. Wenn in der Türkei was passiert, Menschenrechte oder im Iran was passiert, wenn man das sagt, kann es hierzu führen, dass hier die Leute auf die Straße gehen. Mhm. Das heißt, diese klassische Grenzziehung zwischen Innen- und Außenpolitik sind in Gesellschaften mit einer großen Diaspora zumindest stärker verwischt. Aber ich möchte wirklich eine kleine gute Nachricht geben, weil ich habe das Bitte. Gefühl, das wird sehr düster. Nein, vor dem Hintergrund des Irans und auch der Türkei und auch sozusagen, weil ihr auch wegen der Kurden im Nahen Osten ist, also auch des Erdbebens, ist mir wirklich manchmal schwierig, als so einer, der grundsätzlich eher eine rheinische Frohnatur hat, manchmal schwierig, da mal auch was Licht zu sehen. Aber wir erkennen eine interessante Entwicklung. Das gilt für den Iran genauso wie für die Türkei. Wir haben dort, insbesondere bei diesen zwei Gesellschaften, haben wir wirklich gerade auch im Iran viel länger, viel intensiver, aber in der Türkei auch. Wir haben ein unheimliches Bemühen der staatlichen Institutionen, diese Gesellschaft durchgehend stark zu islamisieren. Und somit also nicht nur islamisieren, im Sinne auch davon auch sozusagen in einen islamischen geprägten Autoritarismus hineinzubringen. Was wir aber jetzt merken, und das gibt es Studien auch über den Nahen Osten, dass diese ganzen islamistischen Bewegungen, wie wir sie hatten seit den 50er, 60er Jahren, wie sie ganz stark wurden, dass sie jetzt früher zumindest den Vorteil hatten, dass sie sagen konnten, wenn wir an die Macht kommen, wird es dann die gerechte islamische Ordnung geben. Das war immer ihre Forschung. So wie die Marxisten damals gesagt haben, wenn wir an die Macht kommen, wird es sozusagen die Gerechtigkeit kommen in der Form. Was sie aber jetzt alle gesehen haben, auch durch den arabischen Frühling in Ägypten, es gab sozusagen, auch wenn sie Saudi-Arabien, den Iran jetzt sehen, aber natürlich, ich glaube, der IS und das, ihr Wüten dessen, hat sie alle nochmal sozusagen massiv verunsichert. Und es gibt Studien, die gegenwärtig zum Beispiel zeigen, dass sozusagen in der Türkei seit trotz 22 Jahre langer intensiver Islamisierungsbemühungen sozusagen die Religiosität in der Gesellschaft eigentlich latent abnimmt, und zwar auch in einer Form des Autoritären. Also dass diese Gesellschaften auch sagen, gerade beim Erdbeben hat man es gemerkt, sagen so, also wenn das Muslime sind, bin ich kein Muslim mehr, sagen Frauen mit Kopftüchern. Und dann merke ich, auch man muss ja sagen, trotz dieser, wie viele Jahre haben wir schon diese iranische Terrorregierung, sozusagen theologische Terrorregierung, Tatsache ist, dass sozusagen aber eine unheimlich resistente, reliente, widerständige Bevölkerung, Zivilbevölkerung gibt, die sich immer noch nicht sozusagen da hat sozusagen so kleinkriegen lassen, obwohl sie natürlich ein riesengroßes Blut zahlen. Also ich wollte nur sagen, Menschen scheinen keine Marionetten zu sein, und es ist wirklich es gibt sowas wie die Widerständigkeit in der Gesellschaft, und das gibt mir immer wieder Anlass zur Hoffnung. Das stimmt. Also das Thema Religion ist in Iran erledigt. Iran, ich meine, Iraner waren ja eh nie wirklich, ich sag mal, kulturell islamisch. Iraner sind ja kulturell Zoroastrier, die haben eine ganz andere Kultur, die haben eine andere Sprache und so weiter und so fort. Aber Islam nichtsdestotrotz, genauso wie es sich in der Region verbreitet hat, hat es sich dann auch in Iran verbreitet. Und jetzt nach der Islamisierung, jetzt nach 40 Jahren islamische Unterdrückung, das ist vorbei. Also das Thema ist gegessen. Wenn die Regierung sich erledigt hat, wird diese Religion keine Chance mehr haben in dem Land. Aber was wichtig ist, dass hier im Westen das nicht unterwandert wird. Ich finde es kritisch, dass man hier im Westen einfach anfängt zu verstehen, dass es nicht Rassismus ist, religiösen Barbarismus auch als solche zu bezeichnen und zu sagen, okay, wenn du deine Kinder religiös indoktrinierst, wenn deine Tochter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann, wenn du deine Kinder behinderst an das soziale Geschehen hier in Deutschland oder wo die auch immer sind, teilzuhaben und sich zu integrieren, das ist keine richtige Erziehung, es ist nicht akzeptabel, da wirst du dich mit dem Jugendamt auseinandersetzen müssen. Das finde ich richtig, und das macht man nicht. Man rationalisiert und was für mich eine Logical Fallacy hoch 10 ist, zu sagen, auch weil es einen religiösen Hintergrund hat, ist es okay, dass das Kind missbraucht wird. Das ist nicht okay. Und diese Unterwanderung der Menschenrechte von Kindern vor allem
finde ich gruselig. Und das muss hier, wenn man diese Sachen mal, sich diese Verantwortung mal annimmt und anfängt, tatsächliche Integration dieser Kulturen hier zu betreiben, wird man auch diese Probleme langsam in den Griff kriegen. Ich würde da gerne überleiten, vielleicht gibt es da auch sozusagen ein bisschen Link zu dem Thema eben die selbstkritische Haltung auch des Westens in puncto Kolonialismus, wo Sie eben im Vorgespräch gesagt haben, das führt oft zu einer Hemmnis sozusagen im Westen etwas zu kritisieren und andererseits zu einer Schwäche von außen betrachtet. Habe ich das so richtig? Ja. Aber irgendwie ist das jetzt wirklich so, fast hat sich das gelegt, weil ich gerade darauf Bezug nehmen wollte, ist, was wir haben in Westeuropa ist eigentlich eine unheimliche große zivilisatorische Errungenschaft, eine Gesellschaft, die sich eigentlich sehr stark selbst hinterfragt. Bei aller Selbstgerechtigkeit, die es zugleich gab. Aber wenn Sie ein bisschen weltweit vergleichen, welche Gesellschaften hinterfragen ihre Geschichte kritisch, dann ist es, gibt es so, da kann man so ein bisschen Rankings machen. Das Interessante ist sozusagen diese ganze, auch jetzt mit dem Titel der Veranstaltung, globaler Süden, globaler Norden, das kommt ja auch eher auch aus so einer selbstkritischen Reflexion zu sagen, du, vor dem Hintergrund des Kolonialismus, können wir das denn überhaupt so sagen, weil wir merken, es gab die und diejenigen. Das Problem ist, dass sozusagen dieser dieses Narrativ des Antikolonialen mittlerweile so penetrant in über alles gelegt wird, dass andere Unterscheidungen nicht mehr sichtbar sind. Das halte ich für ein ernsthaftes Problem. Und das Problem ist, das geht noch einen Schritt weiter, dass sozusagen mit dem globalen Norden auch der globale Westen gemeint ist. Auch vor dem Hintergrund der Geschichte, was da schiefgelaufen ist. Und dann finde ich, dass wir das Kind mit dem Bade so stark ausschütten wie sonst gleich. Also all diese Errungenschaft, die wir Gott sei Dank in der Moderne haben, dass wir hier so sitzen können mit Männern und Frauen, dass wir hier Institutionen, Forschungseinrichtungen haben, die selbst uns kritisch hinterfragen. Diese Kontroversen, diese so ein bisschen sozusagen auch diese demokratische Kultur. Ich meine, im Iran kämpfen und sterben die Leute dafür. Wir haben sozusagen, ich finde es immer faszinierend, das hat was, manchmal für mich was schon fast boniert ist, wenn ich merke, dass wir sozusagen unter der Bedingung, dass wir all das haben, wo andere ihr Leben hergeben, wir aber so diese zivilisatorischen Errungenschaften mittlerweile mit dem Label Westen, Ägypt und eben wie können wir überhaupt und überhaupt Kolonialismus eigentlich, nicht die Selbstkritik, die finde ich immer gut, dass man es tut, man darf nicht selbstkritisch sein, aber eigentlich damit auch das, was wir an so fundamentalen Errungenschaften haben, auch damit in Abrede stellen ein bisschen. Das führt dazu, und das ist jetzt das, wo Sie anschließen, globaler Süden, globaler Norden, die ganzen autoritären Regierungen von China, wirklich Russland, von der Türkei und in der ganzen islamistisch-arabischen Welt, alle lieben die Selbstkritik der Linken in Europa. Sie sagen, das ist super. Redet bitte den Westen nur schlecht. Russland, hört euch Putins Reden an. Wenn wir ein paar Begriffe rausnehmen, würden dann sozusagen viele Linke sagen, ja, das ist richtig, der Westen, der wir sozusagen so gemein und überall herumgewütet hat. Und das ist sozusagen gegenwärtig, also eine Kritik des Westens aus einer begründeten selbstkritischen Reflexion halte ich für sehr ehrenwert. Das Dumme ist, wir machen das mittlerweile in einer Form, wo wir auch eigentlich die Bedingung der Voraussetzung, dass wir das können, nicht mehr sozusagen auch sozusagen wegbrechen lassen. Und der ganze sozusagen diese, also die Islamisten, ich lese ja auch deren Literatur, auch der autoritären Länder, die dann sagen, ja, schaut mal, der Westen war doppelzüngig und dann sagen die Linken, ja, das waren sie. Ja, der Westen hat den Kolonialismus gemacht, ja, das haben sie. Und dass diese Länder selber sozusagen im Mikrobereich selber kolonial waren, wird übersehen. Sklavenhaltergesellschaften, wenn Sie dann ein bisschen über Sklavenhaltergesellschaften wissen, merken Sie, das war nicht nur sozusagen, das war natürlich das große Ereignis, was die Vereinigten Staaten gemacht haben, ganz klar. Das muss man auch so nehmen und auch so kritisieren. Aber wenn wir das nur damit verbinden, übersehen wir zum Beispiel, dass die Geschichte des, sozusagen der Sklaverei auch sehr, sehr stark sozusagen in der islamischen Welt war, die sozusagen in der afrikanischen Welt Menschen schon vorher versklavt hat. Das geht nicht dann um einen Revanchismus, sondern es geht um das gesamte Bild zu sehen. Solange wir in den absoluten Täter und den absoluten Opfern sprechen, sehen wir sehr oft nicht, dass diese vermeintlichen Opfer selber eigentlich selber ihre Gesellschaften mit diesen Narrativen unterdrücken und sich legitimieren.
Also sozusagen der Westen, der mit der doppelten Zunge spricht, ist ein Narrativ, das sie überall finden. Und das sind die Länder, die dann auch zum Beispiel, wenn dann eher Menschenrechtsverletzungen angesprochen werden, dass sie sozusagen wirklich mit der Hand wegfegen, sondern die hatten ja den Kolonialismus. Das heißt, die dürfen uns überhaupt nichts sagen. Und auch wenn ich dann der Iran bin, der seine eigene Bevölkerung dafür massakriert. Da trifft sich etwas, wo ich verzweifle, wo wirklich ein hoher Wert an selbstkritischer Haltung zu einer Form von Selbstgeißelung wird, wo man eigentlich die Errungenschaften, die man hat, auch eigentlich mittlerweile so entwertet, dass mir das wehtut, gerade weil ich weiß, wie andere dafür kämpfen und wie andere das ausnutzen. Also darunter kann man wirklich leiden, wenn man diese Gesellschaften alle ein bisschen näher kennt. Ist das jetzt ein Punkt auch eben diese Selbstgeißelung, diese Unfähigkeit dann auch vielleicht die Verhältnisse auch realistischer mal zu betrachten, zu kritisieren, hält uns das jetzt zum Beispiel im europäischen Westen davon ab, dann eben auf Menschenrechtsverletzungen angesprochen zu reagieren? Also wir haben eine... Ja. Sie bitte. Ja, absolut. Also ich finde, der Westen ist sehr abgelenkt und das nutzt ja auch so eine Regierung wie China sehr gut aus, wenn man sieht, was die da auf den Westen losgelassen haben mit TikTok. Also wie man quasi auch die sozialen Medien auch dazu nutzt, um die westliche Gesellschaft zu konditionieren. Das passiert ja auf TikTok. Und zwar auf eine so perfide Art und Weise. Die chinesischen Schüler dürfen ja gar nicht TikTok haben und benutzen. Die müssen ja alle gedrillt werden in die Schule, Mathematiker sein und so weiter und so fort. Aber die Kids hier im Westen sind halt woke. Ne? Das ist halt, da wird diese Woke-Ideology, klar, ich meine, man sollte kein Rassist sein und so weiter und so fort, das wissen wir alles, yada, yada, yada. Aber daraus ist halt jetzt diese Woke-Ideology, diese Gender-Ideology und all diese Sachen, worüber jetzt noch weiter Haare gespalten werden und so weiter. Und ein ziemlich bizarrer Celebration von Kommunismus und Sozialismus wird da betrieben. Aber also du meinst, dass das auch gezielt aus China mit politischen Strömungen sozusagen über TikTok verbreitet wird? Ja, das ist auf jeden Fall auch auf Twitter eine große Debatte. Twitter verhält sich ja ganz anders als alle anderen sozialen Medien. Und es ist sehr interessant, da irgendwie mal in amerikanischen Twitter auch mal reinzuhorchen und so die Threads mal so zu durchstöbern. Das ist ein Thema. Ich finde diesen Impact von sowas wie TikTok, was es an Konditionierung mit Teenagern macht, wie es die Aufmerksamkeit ablenkt von wichtigen Sachen und auf was es die Aufmerksamkeit richtet, was es erlaubt, was es auslässt. All diese Fragen, das ist höchst interessant. Das ist ein Sozialexperiment, was da von der chinesischen Regierung betrieben wird. Die chinesische Regierung steckt ja hinter TikTok. Es ist ja kein Geheimnis, das gehört ja denen. Und dass die spionieren und bestimmte Agenda im Sinne haben, das ist ja auch kein Geheimnis. Ja, und das finde ich schon interessant. Also das ist schon eine neue Form von Kriegsführung. Also jetzt repräsentieren Sie beide ja, finde ich, Bereiche, die das betrifft, diese Selbstgeißelung oder auch diese eben zunehmende Unfähigkeit, Sachen kritisch und offen auszusprechen, nämlich Kunst und Kultur und die Wissenschaft. Und jetzt würde ich gerne Sie beide fragen, wie kann man dem entgegenwirken wieder? Wie kann man diesem Trend sich entgegenstellen in Ihren beiden Branchen? Tabus müssen weg. Das kann nicht sein. Wir leben jetzt mittlerweile in einer Gesellschaft, also im Zeitalter von Cancel Culture. Jeder ist beleidigt, wenn irgendwie jeder braucht einen Safe Space und so weiter und so fort. Das ist nicht die Idee, die einer Demokratie zugrunde liegt. Freedom of Expression und so weiter und so fort, ja, das ist wichtig. Man sollte in einer demokratischen Gesellschaft die Erlaubnis haben,
auszusprechen, was man denkt, und zwar ohne irgendwie beschuldigt zu werden und geschämt zu werden und so weiter. Die Menschen hören sich viel zu wenig gegenseitig zu. Merkst du das zum Beispiel in Berlin, dass sich da was verändert hat, jetzt in deinem Milieu, in deinem Kulturumfeld eben auch? Ja, ich merke, dass zum Beispiel Antisemitismus mittlerweile salonfähig ist, weil es vogue ist. Okay. Gegen Israel zu sein und palästinensischen Terrorismus zu feiern. Ja, ich merke das. Das sind alles Sachen, die wären früher nicht möglich gewesen. Oder dass sich Leute, die Künstler, die sich normalerweise niemals in die Haare gekriegt haben, wegen Missgendern oder sowas in die Haare kriegen. Also Banalitäten, während auf der Welt andere Sachen los sind, die viel wichtiger sind und die Aufmerksamkeit brauchen. Ich merke auch, dass es irgendwie keinen Dialog mehr richtigen gibt, weil jeder irgendwie politisch korrekt sein möchte. Also ich rede jetzt, ich generalisiere jetzt. Ja. Ist natürlich nicht jeder, aber im Großen und Ganzen ist das die Stimmung. Und das ist etwas, was nicht sein kann. Also man muss auch mal beleidigt werden dürfen. Punkt. Mhm. Wie nehmen Sie das jetzt zum Beispiel im Forschungswissenschaftsbetrieb wahr? Gibt es da plötzlich eine auch Selbstzensur sozusagen, dass man gewisse Themenfelder nicht mehr hinterfragt, oder ist es noch nicht so weit im deutschsprachigen? Nein, es gibt schon Ansätze. Ich würde sagen, wir sind doch Gott sei Dank noch sehr weit entfernt, aber es gibt schon Ansätze, über die man sprechen kann, wenn Sie merken zum Beispiel, welche Schwerpunkte werden in dem universitären Bereich jetzt stärker gefördert, welche Lehrstühle kommen, welche nicht. Dann merken Sie schon, gibt es schon Tendenzen. Aber das ist die interessante Frage ist eher, ich finde, also mich interessieren ja solche Phänomene, Ihnen zu sagen, wie kommt das zustande? Und da gibt es eine interessante Paradoxie. Mhm. Und die finde ich sozusagen sehr wichtig. Also alles, was wir sozusagen mit dem Thema jetzt über Vogue und so weiter und so fort sprechen, sie funktionieren. Also ich habe mich immer gefragt, wie ist das möglich, dass bestimmte Marginalthemen heute jetzt die Mainstream-Debatten führen? Also Thema Umwelt war vor 40 Jahren, wie war das, hat man sie sogar belächelt, diese Themen. Die Gleichstellung von Mann und Frau, also wenn Sie wissen, auch also wirklich 40 Jahre zurückgehen, dann war das immer so, man hat es belächelt. Also das sind, was wir haben, auch das Thema Umwelt, das Thema Frauen, aber Inklusion, Thema Homosexualität in der Gesellschaft, das waren Marginalthemen der Gesellschaft. Und ich müsste nur sagen, ich rede jetzt von wirklich nur lächerlichen 40 bis 50 Jahren. Das ist nichts, wenn Sie wissen, wie die Anthropologie, wie die Ungleichheitssemantiken über Jahrtausende hinweg dort geprägt haben. Binnen dieser komischen 40, 50 Jahren passiert eines der tiefgreifendsten stillen Revolutionen, die uns wir jemals vorstellen können. Also, was in Bezug auf die Gleichstellung der Menschen, Männer und Frauen geht, die rechtliche Absicherung, die wir in diesen Bereichen haben, was unsere Freiheitsrechte angelangt, was sozusagen, also ich meine, es war nicht lange her, dass wir die letzten diskriminierenden Gesetze gegenüber, wo Homosexualität verboten war, die gehen teilweise manchmal nur 20 Jahre, 30 Jahre zurück, das war noch gesetzlich verankert, dass es vor kurzem weggefallen ist. Im Bereich von Umwelt, von wo wir zumindest heute kommen Sie an diesen Themen nicht mehr vorbei. Das ist heute, also man muss sagen, vom Wertewandel waren das Marginalthemen der Gesellschaft und die sind heute mittlerweile das Mainstream. Das heißt, auch wenn Sie nicht daran glauben, mussten Sie darauf Bezug nehmen. Es geht gar nicht mehr. Darf ich da kurz, ja? Also eine Positionsfrage, die sind bei uns größere Themen, im Westen. Aber wenn ich rede jetzt mal bewusst vom Westen, ich rede jetzt bewusst ganz klar. Also von diesem globalen Westen, würde ich sagen, mit unterschiedlichen Abstufungen. Deswegen glaube ich, kann ich über den globalen Westen noch eher einige Punkte sagen. Das Interessante ist aber, und die Paradoxie ist, dass die Frage, wenn wir darüber sprechen, also auch das Thema der Inklusion ist ein Marginalthema gewesen. Also Inklusion von Frauen in den Erwerbsprozess, Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Prozess, Inklusion auch von homosexuellen Menschen in den Prozess. Das heißt, wir haben grundsätzlich auch über die Schulsysteme, die früher sehr elitär waren, die sind bei uns immer noch elitär, aber über die Ganztagsschule, Gesamtschulen, auch der Versuch eigentlich, also ich würde sagen, ein Makrotrend ist eher Inklusion. Strukturell schon. Auch die wohlfahrtsstaatlichen Strukturen sind ein Zeichen von Inklusion. So. Jetzt ist die interessante Entwicklung, und das Witzige ist, das können Sie Menschen draußen nicht erklären.
Also immer wenn Sie, ich würde manchmal sagen, gehen Sie mal in den Nahen Osten oder wo, von mir aus nach China oder sowas, sprechen Sie mit den Leuten und Sie merken, es ist so schwierig, denen das nahezulegen, was da gerade passiert. Und das Interessante ist, dass diese Gesellschaften, die diese Errungenschaften haben, zugleich diese Normen stark internalisiert haben und dann noch strenger draufschauen, wo das eben noch nicht passiert ist. Und das führt zu der komischen Situation, dass wir in unseren Gesellschaften, also in dem sozusagen am stärksten über, wo reden wir über strukturellen Rassismus? Oder wenn wir sagen, wir sind eine rassistische Gesellschaft. Die wird nur in den westeuropäischen Ländern, also im globalen Westen, werden schon geführt. Wo werden wir sagen, reden wir darüber, dass die Ungleichheit der Frauen und so weiter, der Sexismus und Patriarchat doch da ist. Dann reden wir hier drüber. Thema. Und in anderen Bereichen der Inklusion, auch der Diskriminierung, sehe ich das. Und das führt zu dem interessanten Phänomen, dass Gesellschaften, die eine hohe Aufmerksamkeit zu einem Thema haben, immer kleinteiliger hinschauen. Das ist doch gut, ich habe überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist, indem ich da noch Unterschiede sehe in der Mikrostruktur, stelle ich das Ganze in Frage. Und wir sind rassistische Gesellschaften. Wir sind eine Gesellschaft, die hat Rassismus auch, ja. Aber wir sind keine rassistische Gesellschaft. Das ist ein Unterschied. Wirklich rassistische Gesellschaften können wir gerade in den Ländern, die wir haben, noch viel besser sehen. Das heißt, das meine ich, und das führt dazu, dass wir diese ganzen wichtigen Errungenschaften und die ganzen, wirklich diese Frauen im Iran, die kämpfen, die Männer, die im Iran kämpfen, in Kurdistan, die wünschten sich gerne so eine diskriminierende, rassistische Gesellschaft, wie wir das sind, wenn man das so vergleichen würde. Und das muss man im Auge haben, nicht um selbstgerecht zu sein. Mir geht es darum, dass man wirklich auch noch weiter schaut, weil das ist nicht sozusagen geschenkt. Zivilisatorische Errungenschaften sind fragil. Aber das muss man im Auge haben und deshalb finde ich diese ganzen neuen Debatten, also während wir hier, bin auch irgendwann ausgestiegen, bin auch nicht der Spezialist dafür, aber was man sagen darf oder nicht, ich bin jemand, der lange Jahre hinweg zum Thema sensible Sprache, auch Bewusstsein, für wichtig geachtet hat. Und mir war es wichtig, dass wir bestimmte Sachen nicht so sagen und ein bisschen eine Aufmerksamkeit haben. Heute aber merke ich sitze in Räumen, wo nur Leute stehen und sagen, fällt ein Wort, was nicht passt. Mhm. Und das Dumme ist, wenn das nicht passt, bist du dann auf einmal Umweltsünder, Sexist, Rassist oder irgendwas. Ach so, ich kann ja in meiner sozusagen Form kein Rassist sein, weil ich bin freigesprochen. Diese Lächerlichkeit, dass ich das nicht sein, aber so passiert das. Genau wie wenn, aber auf der anderen Seite, wenn ich Mann bin, kann ich sofort Sexist sein, wenn ich irgendein Wort nicht richtig benutzt habe oder als heterosexueller Mann in die Richtung. Während wir hier zum Beispiel ich finde, eines der wirklich diskriminierendsten Gruppen, die wir haben, sind homosexuelle Menschen und zwar im Alltag. Nicht vor dem Recht unbedingt, aber im Alltag, wenn sie mit einem Partner über die Straße gehen und dann sehe ich aber nur das, was in der Türkei passiert, wenn der Präsident dazu was sagt. Und ich kenne die Werteforschung. Gott sei Dank gibt es gute Nachrichten. Ich kann Ihnen sagen, die Ablehnung der Homosexualität hat in den letzten 40 Jahren, die war früher bei 40, also vor 30 Jahren, 35 Jahren war sie bei 40%, wo die wirklich eine ganz große Ablehnung hat. In der Türkei? Hier. 40% starke Ablehnung. Heute liegt sie ungefähr bei 10% in der Gesellschaft. Wir reden aber überall jetzt über Homosexualität und so weiter, überall dieses sozusagen LGBTIQ und so weiter, wo ich sage, das ist gut und macht es weiter. Aber tut bitte nicht so, dass wir sozusagen eine durchaus homosexuell feindliche Gesellschaft sind. Im Gegenteil, weil wir das mittlerweile so gut in der Aufmerksamkeit haben, können wir auch darüber breiter sprechen und diskutieren. Mhm. Und diese Unterschiede sind mir wichtig. Und dann sehe ich mir, was im Iran passiert. Dann bin ich in der Türkei und ich wünschte wirklich, vielleicht ist das eine Frage von Aufmerksamkeit, wisst ihr, wo ich sage, ich habe nicht mehr die Energie, mich über sozusagen, wenn einer das Wort nur etwas anders benutzt, auf einmal also in der LGBTQ-Szene, dann ist eine Feministin, die seit 100 Jahren für Feminismus da war, auf einmal eine Sexistin und dann und so schnell passiert es hier. Und wir müssen wir müssen zwischen Sensibilisierung, die ich für wichtig achte, nur Sensibilisierung ohne Grenze führt sozusagen zu einer Hysterie. Mhm. Und wir diskutieren über Sensibilisierung ohne Grenzen und ich habe mit jedem Begriff, der selber keine Grenze setzt, ein Problem, weil dann kannst du auch ins Pathologische gehen. Und ich merke, wir sind noch nicht so weit, aber ich erkenne so leicht pathologische Züge. So, das war jetzt, glaube ich, genug Stoff auch zur Diskussion. Danke. Also ich denke, das hat auf jeden Fall auch psychologische Gründe. Ich sehe sozialen Narzissmus, da auch so gesellschaftlichen Narzissmus dahinter, was auch unterstützt ist, wurde durch die sozialen Medien und so weiter.
über die letzten 2 Dekaden. Dieser Wunsch nach Individualismus und in einem Zeitalter, wo viele so ein bisschen nach Sinn suchen und sinnentleert sind und so weiter und so fort, das ist natürlich ein Ansatz oder also das ermutigt, starke Positionen einzunehmen, um sich zu auszugrenzen und zu individualisieren und so weiter. Und dadurch kommen natürlich auch diese extremen Auswüchse zustande, diese Ideologien und so weiter. Ich finde, wir leben in einem Zeitalter, das nehme ich so wahr, wo Idealismus sehr präsent ist. Jeder hat eine Ideologie und eine sehr, sehr starke Meinung. Und das meine ich halt, man hört sich gegenseitig nicht mehr so richtig zu, weil es einfach nicht um diese Themen geht. Der Grund dahinter ist Narzissmus. Das geht um bewundert werden, es geht um sich sozial zu positionieren und sich irgendwie gewürdigt wissen oder geachtet wissen oder was auch immer. Das ist das, was ich sehe. Also danke mal jetzt an Sie beide am Podium. Wir haben jetzt eine sehr große Reise gemacht, ja, einmal um den Globus, und wir haben so ziemlich fast alle großen Themen heute mal gestreift und sind jetzt eigentlich bei etwas gelandet, was vielleicht eben dann das Mikrobild des Themas globaler Süden gegen Westen ist, nämlich eben, wie werden unsere gesellschaftlichen Spannungsfelder momentan bewertet im Verhältnis, nämlich was andernorts passiert und dem, was hier passiert. Ich würde jetzt sehr gerne das Publikum einladen, dass Sie gerne an Sie Fragen stellen können oder einfach auch was zur Diskussion stellen können. Also gibt es jetzt etwas aus diesem ganzen breiten Themenkosmos, den wir heute besucht haben, wo Sie sagen, da haben Sie eigentlich eine andere Meinung oder würden gerne noch etwas nachfragen? Haben wir ein Mikro vielleicht eigentlich im Saal? Da vorne ist jemand mal. Also Sie waren alle so still und ruhig, wo ich nicht sicher war, ob wir Sie schon eingeschläfert haben in einer Form oder so, aber Sie sind da, gut. Ja, hallo, danke erst einmal für die Beiträge, es war sehr anregend. Ich würde eine gewisse Position ein bisschen anders, was nicht komplementieren, weil ich nicht ganz Nein sagen würde. Aber sagen Sie auch Nein, das ist eine österreichische Art, dass man versucht, nicht Nein zu sagen. Das ist völlig in Ordnung, man darf sagen. Okay. Also diese hohe Leistung der Selbstkritik, die Sie da verorten, die sehe ich einerseits nur in einer sehr, sehr kleinen Blase und außerhalb nicht. Und andererseits halte ich das für nicht so real, weil also diese Selbstkritik und der Diskurs, den wir da führen können, und die Freiheit, das sind gewisserweise auch Phänomene, die ein Luxus sind, die wir aber nicht erreicht. Also ich würde es niemanden in Abrede stellen, der sich aktivistisch betätigt hat und die Menschen auch wertschätzen, die uns weitergebracht haben. Aber de facto ist es so, dass es Schätzungen gibt, dass für jeden von uns, die wir hier sind, circa 40 Sklaven, Sklavinnen weltweit arbeiten. Also es ist zwar nett, dass wir jetzt da frei reden können, aber die, weiß nicht, 50 mal 40, die 2000 Sklavinnen, die sehen wir gerade nicht. Also würde ich sagen, wir leisten nicht genug Selbstkritik und wir tun auch faktisch zu wenig, um das aufzulösen, weil wenn ich nur alleine auf die Visa-Beschränkungen schaue, dann ziehe ich da noch immer massiv koloniale Strukturen. Also wenn man als Westen authentisch sein wollen würde und sagen würde, hey, aber wir wollen mitreden und auch gehört werden und wir wollen irgendwie moralische Positionen vertreten, dann würde man sagen, okay, dann schafft man diese Reisebeschränkungen ab. Aber dann wird es alle die Schädeldecke wegsprengen, wenn jetzt auf einmal jeder überall hinreisen dürfte. Also wir sind da, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen einen pessimistischeren Blick, den ich nur beisteuern wollte. Danke. Ad hoc oder sammeln wir? Nein, ich gerne gleich. Ja. Möchten Sie was sagen? Hast du es verstanden, akustisch? Ich? Ja. Nein, ja. Akustisch schon, okay. Okay. Also, was ich wirklich dazu sagen möchte, ist ja und nein zugleich. Das ist die österreichische Antwort, merke ich schon. Ich bin zu lange in diesem Land, ich merke das schon nicht. Also, sehr diplomatisch. Irgendwann wird man sehr assimiliert, unglaublich. So, also, das ist mir bis
Es ist richtig und ich glaube, es ist zum Beispiel, auch das ist zum Beispiel etwas, was wiederum auch wirklich hier in sozusagen hier durch Gott sei Dank, ich sage ja, ich halte viel von dem, was wir an Errungenschaften haben, auch diese Selbstkritik. Also diese Kritik einfach mal zu stellen, wie sehen unsere Produktionsketten aus? Woher kommt denn unsere Kleidung? Und Gott sei Dank war das früher mal irgendwie auch ein Orchideenfach. Und was sie wirklich merken, und ich meine, 20 Jahre, Leute, 20 Jahre, überlegt euch das mal, in was für einem kurzen Zeitraum das passiert. Und in 20 Jahren stehen wir Gott sei Dank dort, und da bin ich mir felsenfest sicher. Von dem, wo man gesagt hat, wie sieht eigentlich die Produktionskette? Also es hat einen eigenen Namen. Also früher hat man nur gesagt, die unmittelbare Produktionskette. Also bei mir arbeiten keine Kinder oder sowas. Und jetzt ist das mittlerweile so, wir haben Institutionen ausgebildet, die ganz versuchen, dem nachzugehen und zu sagen, nein, nein, auch deine Zulieferer gelten dazu. Und heute überlebt es zum Beispiel bestimmte Marken nicht mehr, wenn sie dem nicht mehr gerecht werden. Und wir haben so ein Phänomen, ich würde sagen, eine Ethisierung aller gesellschaftlichen Teilsysteme. Das ist wirklich ein neues Phänomen, was wir haben. Das ist seit 40 Jahren der Fall. Mhm. Früher hätte sich die Wirtschaft darüber totgelacht, über die Debatten, die wir führen. Heute kommen sie an dem nicht vorbei. Egal, ob sie dem nahestehen oder nicht, weil der Druck ein anderer ist. Und nur zum Thema Sklaven, weil ich das sozusagen, ich finde, man muss auf dieses Unrecht hinweisen, da bin ich sofort bei Ihnen. Aber ich bin immer auch sagen, was blendet das aus? Und es blendet eine kategorisch neue Entwicklung aus, oder in den letzten 30 Jahren. Nämlich, dass viele dieser vermeintlichen, also wenn wir von Sklavengesellschaften sprechen, haben wir den Eindruck, denen geht es schlechter und noch schlechter. Und das ist empirisch, hochoffen. Es kann so sein. Aber wir beobachten die globale, ich weiß nicht, ob Sie sich, die globale Ungleichheitsforschung, schaut sich das genau an. Und da gibt es eine interessante Entwicklung, dass man beobachten kann, dass weltweit viele, jetzt in den alten Kategorien, Armutsländer in Richtung Schwellenländer hochgestiegen sind. Das heißt, dass viele dieser armen Länder, was jetzt wirklich sozusagen von Einkommen geht, Wohlstand geht, sozusagen Armut sozusagen, sagen wir so, auch Bildung anbelangt, dass viele dieser ehemaligen armen Länder heute vergleichsweise die Differenz zu den westeuropäischen Ländern geringer geworden ist, dass es dort einen relativen Aufstieg gegeben ist. So, wir haben auch in China die Paradoxie, dass Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten, aber als Gesellschaft, aber dass sozusagen die Armut in der Gesellschaft insgesamt abgesunken ist, weniger geworden ist. Und wenn wir das sehen und wenn wir, glaube ich, in 20 Jahren werden wir merken, dass durch diese Produktionsweise, wie sie die haben, möglicherweise sie eine ganz andere große Mittelschicht haben werden. Das ist soziologisch naheliegend und dann werden auch die Bedürfnisse dort anders wiederum werden. Von daher finde ich, die Kritik ist richtig, aber sie ist zu linear, um die Dynamiken innerhalb dieser Gesellschaften sich anzuschauen. Dankeschön. Gibt es noch eine Meldung, eine Frage aus dem Publikum? Da haben wir noch jemanden. Den bitte nicht mehr, der hat mich schon mal heute ausgefragt, den ganzen Tag schon. Ich wollte darauf hinaus auf die Selbstreflektiertheit und diese Selbstgeißelung und so. Mhm. Und das wird ja auch teilweise jetzt auch instrumentalisiert, also dass man sagt, ja, wir sind ja eh schon so reflektiert und es geht alles zu weit, wo dann gewisse Vereinbarungen, die man mal getroffen hat, also zum Beispiel, dass Deutschland, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, ein Nachfolgestaat eines Staates ist, der sehr große, kaum vergleichbare Verbrechen an der Menschheit vergangen hat und dass dann Leute sagen, okay, jetzt ist aber mal genug reflektiert und jetzt dürfen wir gewisse Sachen wieder sagen und machen. Wie stehen Sie jetzt dazu im Hinblick auf diese Debatte mit der Selbstgeißelung? Also ich finde, das ist wirklich falsch aus Scham für Dinge, die eine Generation nicht getan hat, sich zu geißeln und zurückzunehmen, so weit, dass man in einen Bereich von kognitive Dissonanz sogar ankommt. Und das sehe ich auch. Also in der deutschen Gesellschaft, die Deutschen, die gehen immer geduckt. Ja, so am besten, das sieht man ganz doll jetzt und als Musikerin, wenn man früher nach Spanien in diese Urlaubsorte, wenn Festivals und so weiter waren, die
Amis oder die Engländer haben da ihren Union Jack aufgebaut und haben ordentlich da so Radau gemacht, hier so ihre Nationalität zur Schau gestellt und so weiter. Das hätte man von Deutschen niemals gesehen, weil man immer noch so geduckt geht. Und dazu gehört auch, was ich vorhin kritisiert habe, dass zum Beispiel religiöser Barbarismus hier innerhalb dieser Gesellschaft nicht kritisiert wird. Oder wenn für fragwürdige Lobbyorganisationen Steuergelder ausgegeben werden, weil man könnte ja irgendwie als Rassist gelabelt werden oder so. Solche Sachen. Und ich finde grundsätzlich, und das hat nichts mit der Vorgeschichte zu tun, man muss da jetzt als Mensch einfach mal sich hinstellen und auf die Weltgeschehnisse gucken und seine Position dazu in Konstellation dazu sehen. Was ist die eigene Verantwortung als Mensch? Als Mensch habe ich die Verantwortung, direkt, ehrlich und konstruktiv auf das, was um mich herum passiert, auf die Realität Einfluss zu nehmen, indem ich auch so reagiere. Und das ist alles. Das ist die einzige moralische Aufgabe, die man hat, anstatt sich in so Fragen mit Schuld aus der Vergangenheit oder so aufzuhalten, finde ich. Ich würde dazu noch was sagen. Also ich glaube, ich habe sowieso einen kantianisch-kenanischen Satz für mich entwickelt, zu diesen Fragen, weil es wirklich diffizil ist. Also wir können auch in sehr schnell in Selbstgerechtigkeit verfallen. Ne? Sagen, hey, wir haben doch alles toll, wir sind alle dies. Und ich glaube, das wäre sozusagen auch sozusagen wie eine andere Form von Vergiftung, die ich gefährlich finden würde. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Und das wäre sozusagen meine Grundhaltung, wo ich sage, unter der Bedingung, dass wir erstmal erkennen und einstehen, und das ist für mich ganz wichtig, einstehen, für das, was wirklich an zivilisatorischen, demokratischen und gleichheitsorientierten Errungenschaften wir haben, unter der Anerkennung dessen, bin ich bereit, alles zu kritisieren, was noch fehlt. Aber das will ich haben. Und ich habe das Problem, dass wir, wenn wir hier sagen, oh, wir haben Rassismus irgendwo, oh, wir sind eine rassistische Gesellschaft und sozusagen und damit eigentlich auch, so, eigentlich auch sehr defizitär stehen. Also gerade wirklich, also eines sozusagen der Wichtigsten, und wissen Sie, ich kann nur sagen, ich kenne die ganzen, also wenn Sie mit den Menschen aus dem Iran kämpfen, ich meine, überall auf der Welt, wo Leute für Grundrechte einstehen und ihr Leben hergeben. Und ich möchte Ihnen wirklich sagen, die haben eine ganz andere Vitalität, für diese Rechte einzustehen. Sie stehen mit ihrem Leben ein. Sie stehen dafür, dass sie mit ihrer Meinung äußern können, mit ihrem Leben. Und dann ist es sozusagen in unseren Gesellschaften, habe ich das Gefühl, dass wir das gar nicht mehr als so diesen Wert miterkennen. Also ich wünschte, dass wir diese Normalität, dass wir es können, diese Normalität ist welthistorisch unnormal. Welthistorisch betrachtet. Deswegen finde ich, dass wir immer sozusagen, um nicht in Selbstgerechtigkeit zu verfallen, eher auch um wissen müssen, wie fragil das ist. Und wir sehen zum Beispiel so wie die autoritären Verführungen, wie wir sie haben im Ausland, aber auch in unserem Land. Ich möchte, dass wir wirklich wissen, dass es unheimlich einmalige Errungenschaften sind, aber für die wir erstmal einstehen müssen und dann in nicht in Selbstgerechtigkeit verfallen. Unter der Bedingung bin ich bereit, alles noch sozusagen, und vor allem wir müssen es weiter hinterfragen, kritisierend weitergehen. Ich merke eine völlige Entwertung des sozusagen der Errungenschaften, die wir haben, in der Kritik, die wir an uns formulieren, und somit entsteht dieses defizitäre Bild, wo ich das sozusagen anderen auch sowohl wir nicht für diese Vitalität entwickeln, für die Dinge einzustehen, aber auch in einem globalen Süden, also nicht Süden, ich würde sagen vom globalen Westen, dass wir auch diesen autoritären Regierungen, deren Narrative und vor allem die Gruppen und Kräfte, die dort wirklich für diese Rechte kämpfen und bluten, dass wir ihnen, die sagen, ich wünschte und so steht sozusagen, und ihr steht so dazu, das ist das, wovon wir träumen. Und das wäre mir das wichtig, dass... Das hat einen Grund, weil zu viel rationalisiert wird. Wenn die emotional sich das erlauben würden, sofort darauf einzusteigen als Mensch, ohne sofort zu rationalisieren, was ist mein Hintergrund, darf ich das moralisch, ist das richtig, sondern einfach sich auf ihren eigenen Kompass verlassen würden, wäre diese Emotionalität, was Sie gerade angesprochen haben, eben diese, wie sagt man, Passion hinter diesen Gerechtigkeitssinn und so weiter und so fort, da. Das fehlt, weil es rationalisiert wird. Gibt es noch eine Frage jetzt aus dem Publikum oder eine Bemerkung? Weil ich würde Sie sonst beide nochmal abschließen, damit wir doch noch zum Ursprungsthema auch nochmal kommen und das positiv nehmen. Sie beide beginnen kurz mal
nachzudenken, was sind denn momentan mögliche Allianzen zwischen Ost, West, Nord, Süd, wo Sie sagen, die liegen quasi auf der Straße und die sollten wir ergreifen. Wo liegen die Chancen? Das kann auch ein Thema sein oder ein Bereich sein, wo Sie sagen, da wäre eigentlich jetzt Kooperation und Zusammenarbeit naheliegend und lohnend. Also ich glaube, das ist auch das, was jetzt vor dem aktuellen Anlass, ich finde wirklich, dass ich wünschte, und das wäre, glaube ich, auch heilsam, wenn gerade eher diese links-alternativen Bewegungen, die wir hier haben, wir führen immer einen sozusagen immer autistischeren Diskurs nach innen hin. Also wer ist sozusagen, wer die letzte Schreibform nicht akzeptiert, ist sozusagen reaktionär oder ist dies? Und wir sind so mit so einem inneren Kampf und auch so einer Zersplitterung einfach aller, das ich würde sagen wirklich, des progressiven Lagers beschäftigt und das sind diese neuen Debatten. Und ich wünschte, dass wir diese Debatten, die müssen auch zum Teil geführt werden und jede Zeit hat jede Generation sucht sich seine Themen aus. Aber ich wünschte, es würde uns nur ein bisschen besser auffangen, wenn man wirklich diese Kooperation, die Solidarität auch mit diesen, wirklich in diesen Gesellschaften, wo Menschen um diese Rechten kämpfen, nicht nur es politisch einfordern, weil das eine ist die Politik, aber man kann das in Form von Netzwerken machen. Und die Leute sind wirklich dankbar, wenn sie dort auch sozusagen Strukturen finden, tun können, was an Netzwerken unterstützen. Und da gibt es so vieles. Also ich bin zum Beispiel gegenwärtig völlig überrascht wegen dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien, wie groß, und das ist wirklich das Positive, was ich mitnehme. Ich habe die Diaspora sehr problematisiert, aber ich habe, und gilt auch jemand, der auch sozusagen auch durchaus türkeikritisch viel schreibt und so weiter, aber die Hilfsbereitschaft in so einem Ausmaße, und egal, ob die Leute rechts, links, religiös, säkular waren, haben in einem wirklich, also normalerweise, wenn sie so ein Trauma erleben, wie so ein Erdbeben, das werden um die 150.000 bis 200.000 Tote sein. Die Zahlen werden so nicht sozusagen nennen, weil die Leute noch im Schutz sind. Man zählt sie nicht. Das sind nur Vermisste, die wir haben. Das ist so, dass man die Menschen hatten nicht mal Zeit, nach einem Trauma diese Schockphase zu nehmen, sondern sie sind wirklich in der Nacht losgegangen und ich beachte diese Hilfsleitung, die passiert, auch von der Diaspora, das sozusagen in der Türkei, in so einem gespaltenen Land wie der Türkei, hatten sie lange Zeit dieses Phänomen, dass den einen was passiert ist und den anderen war es egal. Oder im Gegenteil, wenn es zum Beispiel den Kurden es passiert ist, dass sich sozusagen die türkischen Nationalisten darüber gefreut haben. Jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass alle da irgendwo in einer Form nicht nur Anteil nehmen, sondern wirklich alles tun, obwohl der Staat sozusagen dem widerspricht. Konkret, wenn Sie irgendwie bei diesem Erdbeben zum Beispiel oder im Iran irgendwas tun, schauen Sie sich die Strukturen an, die Sie finanzieren zum Beispiel. In der Türkei hat sich zum ersten Mal gezeigt, wie stark die Zivilgesellschaft in der Entwicklungshilfe ist. Mhm. Also es gibt diese staatlichen Strukturen, die nicht wirklich gut funktionieren. Und es sind zivilgesellschaftliche Strukturen wie Ahbab und so weiter, die de facto als Zivilgesellschaft weit mehr mittlerweile auch bei den Konservativen an Reputation gewonnen haben als vorher. Und ich würde eher, weil das so aktuell das Thema war, dahin zu schauen, wirklich sich mit diesen Netzwerken auszusetzen, das tut denen gut. Und ich glaube, uns würde das auch gut tun, weil wir auch so mit der Weltrealität ein bisschen stärker verbunden werden. Weil ich habe das Gefühl, wir bewegen uns immer mehr und in spezifischeren Diskursen, wo wir immer weniger anschlussfähig sind und nur spezifisch im Diskurs sind. Und das wäre für uns sozusagen eine sehr gute Therapie. In einem Satz? Das war ein Satz mit vielen Kommas und... Aber Sie haben mich so ungefähr verstanden, ja? Also ich möchte mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Okay. Maral, hast du eine Vision, wo Allianzen momentan Chancen hätten? Ich denke, die europäische Außenpolitik muss sich dahingehend ändern, dass die verantwortungsbewusster sind, dass die ehrlicher und verantwortungsbewusster mit Despoten und Menschenrechtsverletzungen außerhalb von Europa, also auch wenn die Handelspartner sind oder so, umgehen und sich tatsächlich mit den Menschen in den Ländern alliieren. Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich meine. Also das ist auf jeden Fall längerfristig ein viel klügeres Investment in die Zukunft, auch für sie selbst,
als diese kurzfristigen, kurzfristig, also auf kurzfristigen Gewinn basierten Entscheidungen. Und ja, also ich denke, wenn die das so umgesetzt kriegen würden, die könnten maßgeblich daran wirken, den Nahen Osten sicher zu machen, viel mehr Liquidität für die Weltmärkte dadurch zu generieren, dass dort ein viel besserer Handel auch möglich ist, Produktion möglich ist, Menschenrechte, Wohlstand und so weiter und so fort. Das kann man alles erreichen. Das Problem ist, es scheitert an, wie überall, ob es jetzt Industrie oder Politik oder auch in unserem persönlichen Umgang miteinander in Gesellschaften ist, es scheitert immer an Individuen, die eben nicht fit sind, so viel Macht zu haben. Okay. Dann danke ich Ihnen beiden vielmals. Also vielen herzlichen Dank für die spannenden Gedanken und Einblicke. Und ja, vielen Dank auch an Sie. Ich glaube, heute Abend wird hier noch ein Film gezeigt, Nasrin, um 19 Uhr. Genau, also wer hier bleiben möchte, es gibt dann gleich in einer halben Stunde, in einer Stunde eine Filmvorführung und dann geht das ganz große, breite, schöne, bunte Programm von Elevate weiter. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß.